Ja. Ich glaube Hühner. Auch eher auf Hühner. Also, Kohle. Ja, als ob wir davon nicht genug hätten. Kohle kann man nie genug haben. Stimmt. Verstehe gar nicht, wieso wir so viel Mining-Zeug haben. Woher denn Weiß eigentlich? auch nicht. Ja gut, wir höhlen in letzter Zeit viele aus. Auch. Denk aber dran, die Form nicht kaputt zu machen. Aber die Kohle brauchen wir ja trotzdem. Naja, so dringend ist die jetzt auch wieder nicht. Okay. Ja, Moment, ich hab's immer noch nicht gepeilt, welche Form wir brauchen. Warte Einfach doch, immer zwei hoch. ein Blö. Einfach zwei nach oben und immer einen Block weiter nach drinnen. Nach Warte. aus. Ach so, ja, nach drinnen, ja klar, stimmt. So. Also quasi dann. Hab. So. Und da die Reihe dann einfach weiter Zu nach. Ende, genau. Zu Ende, genau, ja. Ja, leider wieder ein bisschen stupide Arbeit hier, aber mei. Ja, mei, was mut dat mut? Genau. Ja, und ey, GTA 5, das wird ja auch Porno. Ich hoffe. Also ich weiß nicht, ob ich es mir holen werde, aber vor allem es wird ja noch nicht mal, also für den PC wird es wahrscheinlich rauskommen, aber auf jeden Fall später. Weißer. Glaubt, dass ich es mir trotzdem hole. Also auch, also dann, wenn es für den PC rauskommt. Was heißt trotzdem? Ich hole es mir, glaube ich, auf alle Fälle. Ich muss mal schauen. Glaube Ja, schon, dass das taugt. was mich in letzter Zeit so fasziniert, also Andy habe ich ja schon gesagt, ist Skyrim. Das macht mir in letzter Zeit wieder so viel Spaß. Ja, ich habe das jetzt Knallhart. auch wieder angefangen und ich finde es irgendwie echt nett in letzter Zeit. Ja gut, mit den ganzen Add-ons, aber die habe ich ja nicht. Ich habe noch nicht mal die Add-ons, aber ich Ich habe spiele es leider trotzdem die. irgendwie. Also eigentlich das Normale ohne die Add-ons habe ich komplett durch. Aber ich kann es komplett nachvollziehen, weil das echt ultra nice. Komplett durch kann man es ja trotzdem nicht haben mit den ganzen Nebenquests und so allem, was es da gibt. Ja, aber ich habe Da viele gibt's. Nebenquests schon Ja. gemacht und so. Also die Hauptnebenquests, diese ganzen kleinen Mini-Nebenquests. Wo gibt's gar. Eigentlich gibt's doch gar nicht so Nö, Mini-Nebenquests, also oder? es gibt keine so Mini-Nebenquests wie töte mal 10 Hühner oder so. Es gibt wirklich Ja. nur Nebenquests, die auch storymäßig was zu tun Storymäßig haben. haben Was ich echt gut finde an dem Spiel, im Gegensatz jetzt zu anderen Rollenspielen. wir. Ja, und jetzt stellt euch das Ganze mal fünfmal so groß und als MMORPG vor und dann habt Ja, ihr Elder die Elder Scrolls Scrolls Online. Online. Dein Bin ja neues mal gespannt, wie das Lieblingsspiel, glaube ich, wird. wenn es rauskommt. Ja, es So wird viel wie du schon seit gut. einem Jahr davon redest. Ja, Soll es das dann ist eigentlich aber auch. free to play werden? Ne. Wovon träumst du denn? Ja, echt, wovon träumst du nachts? Ja, Ich es schätze gibt sehr viele gute 50 free to Euro play Spiele. Anfangspreis und dann monatlich. WoW-Style. Ja. Aber ich werde es mir holen, die können sich's leisten. Also ich meine, für sowas zahle ich dann halt auch mal, weil. Ja, verständlich. Trotzdem, ich finde es ein bisschen krank. Ja, gut, Ja, das es ist Video, schon viel WoW. Geld. Na, ich schaue, ich will mal. Ich hoffe, dass es nicht so teuer machen monatlich, also so 10er, aber mehr. Ja. Schaue ich erst mal, was Andi darüber sagt, und dann. Ja, genauso werde ich es dann auch machen. Andi kann unser Vortester machen. Andi kann erstmal ordentlich zahlen. Hau erstmal die Asche raus, dann wird's voll scheiße. Nee, das kann gar nicht scheiße werden. Hey, das kann wirklich nicht scheiße werden, das stimmt schon. Also, ich meine, alle die Elder Scrolls Teile waren wirklich super. Stimmt, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man sich das Zeug kauft. Und ja, wirklich. Ich glaube nicht, dass sie jetzt bei einem Teil dann jetzt scheiße bauen Ja gut, aber werden. es ist das erste Mal, dass sie ins MMORPG gehen, also. Und auch Ist ja wieder im da. Endeffekt nicht viel anders. Nur Ja gut, stimmt, es ist einfach eben nur dass für es alle ausgelegt, online also ist und auf online. Servern läuft. Sie müssen halt schauen, dass sie gute Server haben, aber das kann ich mir bei denen auf jeden Fall vorstellen. Was ich halt toll finde, ist, dass du nicht dieses Quest annehmen hast, sondern du läufst ja durch die Gegend, stößt zufällig auf eine Quest und Ja. kannst in der Gruppe, ich glaube bis vier geht's nur, durch die Gegend laufen und findest irgendeine Quest, machst du die. Einfach nice. Ja. Das ist ja Das ist eigentlich wirklich auch eh nice. das, was ich an Skyrim so schön finde. Ja. Dieses Jahr, Mai, bist gerade auf dem Weg zu einer Hauptquest, plötzlich läuft dir ein Typ entgegen und erzählt dir irgendwas, was dich eigentlich gar nicht interessiert und dann Quest. Halt einfach, als obst du wirklich da leben würdest.
Ja, es ist so, wirklich, wenn du, ja, wie soll man das beschreiben? Ich mache zum Beispiel auch immer so, wenn ich jetzt irgendwie eine Hauptquest, zum Beispiel, ich habe eine Hauptquest, was weiß ich wo, dann gehe ich nicht unbedingt den, also du kannst ja für die Skyrim nicht so gut kennen, du kannst ja schnell reisen zu anderen Orten, dann mache ich jetzt nicht unbedingt eine Schnellreise zu dem Ort, der am nächsten da zu meiner Quest ist, sondern ich laufe auch gern mal, ich laufe gern mal einen Umweg, weil dann kann ich da noch andere Quests finden und so. Das ist eigentlich immer ganz cool. Wie ich immer ganz andere Quests finde, du benutzt den Weg einfach gar nicht und gehst einfach nur so auf der Karte straight hin und dann hast du eine Quest. Mindestens eine, mindestens 5, mindestens 20. Du gehst immer so durch den Wald, plötzlich ist da irgendwie so ein Heinz und der was weiß ich was Ja, und mal was halt rum. auch nice ist, es gibt ja auch etliche Mods, also. Ja, also ich würde mir auch mal so ein Better Graphics Teil draufhauen, weil das schon ziemlich geil Ja, aber es sein gibt soll ja auch auch. welche, wo quasi Und komplett neue genau, neue Zonen und so. Quests und Zonen, ja. Generell finde ich auch geil gemacht, die, ich weiß gar nicht von welchem Add-on das ist, aber die Morrowind-Zone, wo du Okay, halt weiß nach Morrowind reisen kannst, sieht auch extrem geil aus, halt nach diesem Vulkanausbruch. Haben sie schon ziemlich geil gemacht mit so Ascheviechern, die allerdings ziemlich heftig sind. Andi, stopp, falsch. Daisy. Ich weiß nicht, Spinnen sind immer noch mein Hassgegner. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ja, mal Spinnen sind halt etwas widerlich, aber Spinnenphobie. ich Ja, habe da keine gibt's. Spinnenphobie, Nee, aber ich. Ja, doch, ich mag die nicht. Also ich mag sie nicht, aber ich. Was heißt Phobie? Taugen tun sie mir nicht. nee, das ist auch nicht, also so als Haustier. Ja, nee, Nee, lieber nicht. brauche ich nicht. Ich finde, Spinnen können auch irgendwo niedlich sein, aber. Ja, Maxel, für dich kann alles irgendwo niedlich sein. Für dich kann ein Haufen Ja, Scheiße vielleicht so eine niedlich sein. animierte Babyspinne, aber mehr nicht. Fuck. Animierte Babyspinne bockt. Oh Gott, nein. Generell glaube ich mir, dass ich mir mal die anderen Elder Scrolls Teiler vielleicht auch mal zulege. Das soll ja jetzt rauskommen, Halten. aber das, in demnächst die Bethesda Box oder so. Alle Spiele mit Add-ons. Kann ich ordentlich Nice. Asche kosten. Ja, aber wahrscheinlich Und wird es dann vor. auch mal wieder irgendwie bei Steam im Ja, Sale das sein oder Problem ist so. halt mit Skyrim. Skyrim hat man ja schon. Und ja, voll die Adventure-Map. Ah. Ja, ich bin bei einem Herz ohne Essen. Joa, Maxl, stimmt, du könntest uns mal ein bisschen was zu futtern Genau, bringen. werf mal Essen Was denn runter. was Konstruktives? Warte mal, ich muss gerade was machen, was ich Und bis eigentlich wohin ganz machen wir cool das jetzt finde. eigentlich, Olli? Bis oben nur noch ein Loch übrig ist, wo dann der Strahl durchgeht. Und ich Ah, hoffe, ich der ist verstehe. zentral zur Pyramide. Ich hoffe, wir haben keine Scheiße gebaut da. Ich fürchte nämlich, wir haben Scheiße gebaut, nachdem das irgendwie nicht sehr zentral aussieht. Nee, aber die Ding hier ist auch nicht zentral. Okay, Jungs, wir sollten uns so einen Eingang vielleicht mal mit Natur versiegeln. Dann macht es mal, aber werf uns zuerst mal Essen runter, bitte. Ich Aber soll kann ich mal gerade nicht, nachschauen tut bei mir euch, leid. bevor wir hier jetzt Scheiße bauen? Na, also das Loch in der Decke müsste in der Mitte von diesem Raum sein, dann am Ende. Also das Loch im Tempel. Oh Gott, Mann, Alter, was kommt Warte, denn ich da guck mal, alles wo das an? Loch Das ist wie ist. eine Zombie-Apokalypse. Boah! Ist hier Da eine unten ist auch ein Zombie-Apokalypse? Skelett gespawnt. Ich könnte echt so langsam mal Hilfe gebrauchen. Ich komm schon. Aber ja, nicht den Thaddäus-Zombie töten. Andi, Retter in der Not. Ach, das ist deine Aufgabe. Du willst den zurückverwandeln, oder was? Ja, also ich will den jetzt erstmal einsperren, dann schauen wir mal. Wen willst du zurückverwandeln? Den. Nein, Adi, hör auf, hör auf! Gut. Den lässt du am bitter am Leben. Tut mir leid, dass ich da jetzt vielleicht etwas hysterisch geworden bin, aber ich weiß, da muss man mal klare Prioritäten setzen. Ja, so ein Zombie ist eindeutig die höhere Priorität im Gegensatz zu uns, die da unten verhungern. Ey, echt, nee, das gibt's nicht. Ich wollte gerade den Stein hinsetzen, schon kommen wieder drei. Echt, das ist doch krank. So viel zum Thema, wir brauchen Action. Andi, Ich du brauche hast jetzt ihn jetzt keine nicht wirklich Action, ich brauche getötet. jetzt Essen. Nee, hast du nicht. Nein, Gut. habe ich nicht, Mann. Andi, könntest du Schrei mir mich vielleicht ein nicht bisschen an! essen?
Er hatte recht. Aber ich war da gerade ein bisschen hysterisch. Ach, jetzt sag mal, was du futtern, Maxe. Ich wäre sogar schon mit Zombiefleisch zufrieden, Hauptsache irgendwas. Maxe, töte ich deinen Dorfbewohner. Ich hab kein Essen mehr, nur noch ein Hähnchen und das brauche ich selber, weil ich selber gerade ordentlich... Ja, kannst du das dann vielleicht mal sagen? Aber ordentlich Zombiefleisch ist gerade runtergefallen. Warte mal, ich suche mal jetzt erstmal was Richtiges. Okay, gut, diese riesige Erdklumpen, da wundert euch nicht, da ist der Zombie drin. Zum Beispiel eine Pilz, wir haben keine roten Pilze. E-Kammer 1 noch. Ich könnte mal zu meiner Farm gehen, da müsste noch ordentlich Ding drin sein. Weizen. Auch nix. Ich glaube, da buddel ich mich mal hier im Hintereingang raus, sonst ist mir eindeutig zu blöd. Okay, gut, das war vielleicht ein Fehler. Aber wir haben entweder Körner, wir können die Hühner mal poppen lassen. Ja, macht es mal. Hilfe! Okay, langsam wird's schwerer. Hier was das Zeug gescheit zu bauen. Boah. Ich hoffe, ich baue hier keine Scheiße. Kommt Hühner. Wollte eigentlich mich gerade mal so runtergraben, das mache ich auch gleich. Und dann sehen wir ja, wo wir rauskommen. Wie meinst du runtergraben? Also quasi dort, wo oben der Eingang ist, das Loch. Achso, ja. Also es sollte dann am besten zentral von dieser Höhle sein. Ich glaube, es wird aber knapp. Aber es ist ja nicht mal oben zentral, Olli. Ja, ich weiß, weil wir oben einen Vierer haben. Wir müssten eigentlich den Tempel noch erweitern, aber da hatten wir keine Lust zu. Aber quasi trotzdem einfach zentral zu dem Ding. Zentral zu dem Raum, genau. Und ich habe das eigentlich, soweit ich weiß, ausgemessen. Aber es kann natürlich sein, dass ich mal wieder schön abgenoobt habe. Und total die Scheiße erzählt habe. Wäre aber schlecht. Ja, das wäre schon schlecht. Und ich bräuchte jetzt langsam wirklich Essen. Ich habe jetzt gerade ein paar Steaks geschlachtet. Sehr gut. Bei den Kühen? Nee, Steaks kriegt man normalerweise von Spinnen. Bei Andi weiß man nie. Hast auch er kann recht. Auch Steaks aus Hühnern gewinnen. Steak heißt doch eigentlich nur irgendein bestimmter Teil vom... Oder? Nein. Steak ist... Geh mal alles zurück. Ja, nee, es gibt schon verschiedene Steaks. Das kann man jetzt nicht so verallgemeinern. Ich bin kein Arch. Ich hab da ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich bin kein Archäologe, wolltest du sagen, oder was? Nein, ich wollte sagen, ich bin kein Fleischer. Kein Metzger. Kein Metzger, ja. Stimmt. Hauptsache mein ganzes Essen. Das zählt nicht. Das stimmt. Hauptsache es schmeckt nach irgendwas. Fleisch ist im Ofen. Kommt dann gleich. So, jetzt müssen wir uns ein Gesprächsthema vor. Irgendwie aus den Fingern saugen. Ja, wir haben ja gerade eben schon ein bisschen über die Elder Scrolls und über Arma 3 geredet. So. Fuck. Ist das Olli auch passiert? Brauchst du wenigstens nicht mehr zu essen. Nichts mehr zu essen. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, Arma 3 habe ich ja gar nicht. Shame on you. Ja, wie gesagt, was ist das denn überhaupt für ein Spiel? Das müsst ihr jetzt mal erklären. Vor allem, weil du vorhin gesagt hast, Taktik-Shooter gehen so unter. Ja. Arma 3 ist Taktik-Shooter. Ja, eben. Arma 3 ist ein Simulator, ein Militärsimulator. Mit begrenzten Einheiten, oder? Nein, du spielst eine Person. Also wenn die tot ist, dann ist aus. Feier. Wenn die tot ist aus, Schuss. Genau. Aber du kannst so selber deine Einheiten befehligen, oder so. Ja, genau. Du kannst als Squad-Leader oder als ganzer Armee-Leader kannst du deine Einheiten befehligen. Kannst sagen, was sie machen sollen.
Die Map, also von, ich weiß nicht, wie groß die Arma 3 Map sein wird. Die Map von Arma 2 war 512 Quadratkilometer groß, frei begehbar. Komm her, Olli, jetzt gibt's Futter. Ja, jetzt brauche ich nichts. Ja, dann halt nicht. Jetzt bin ich gerade gestorben. Aber danke.